Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich präsentiere heute für unseren YouTube-Kanal, der Modbox, den Letter Ceres vor. Dieser Anhänger, und es gibt einen Anhänger, nicht mehr LKW, wird uns zur Verfügung gestellt von Hispano und der und die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieser Anhänger für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr und wir können es hier im Modbox runterladen und nutzen. Ja, wenn euch unser Modbox schon gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods, Maps, DLCs zu verpassen, schreibt gerne mal in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Und apropos Mods und DLCs, unter dem Video sind alle Links zu allen DLCs und Mods, zu allen LS-Teilen, die wir so begleitet haben. Wenn ihr diese Links nutzt, unterstützt ihr den Manus und Entwickler. Und aktuell gibt es ja das Göwald-DLC. Und zwar, seht ihr das da hinten, was da auftaucht? Da ist es schon, genau. Dank McManus und Giants haben wir schon einen Vorab-Key bekommen, konnten das Ganze schon für euch testen und aufnehmen. Dieses Video habt ihr vielleicht schon gesehen, oder hättet ihr schon sehen können oder habt es gesehen. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in diesem Video. Müsst ihr mal oben auf diese Verlinkungen achten, das kommt dann bestimmt. Dann mal draufklicken, euch mal angucken. Wer jetzt bis zum 20.03.2023 über den Link unten kauft, spart schon mal 10%. Wer es danach kauft, zahlt 9,99 €. Also trotzdem noch erschwinglich. Und ich glaube, Leute, es macht echt Spaß. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe es testen dürfen. Super, ne? Also riesengroßen Dank an Giants und auch an McManus, der uns den Key zur Verfügung gestellt hat, dass wir die Ehre hatten, das schon mal vorstellen zu dürfen. Aber zurück zu dem tollen Anhänger. Ich habe ihn rausgesucht, weil Hispano ist mittlerweile schon Hauptbestandteil unseres Kanals geworden gefühlt. Obwohl wir leider keinen Kontakt zu dem Modder haben, bringt er in den letzten Wochen laufend so richtige Banger raus. Er hat zum Beispiel diese ganzen Getreidecontainer mit dem Verladekran und Anhänger und weiß der Geier rausgebracht. Jetzt schiebt er noch so einen Anhänger hinterher, der texturtechnisch sehr, sehr gut geworden ist. Gefällt mir wirklich gut. Lässt sich doch viel dran konfigurieren. Auch für unsere Freunde der unrealistischen Landwirtschaft. Den kann man halt auch auf 255.000 Liter Kapazität auf unreal einstellen. Klar, ich weiß, ist unrealistisch, aber manche spielen so riesen Karten, dann fährt man halt nur einmal anstatt 20 Mal, aber das muss jeder für sich entscheiden. Sonst Texturtechnik, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist alles super gut lesbar, DLCs da, auch hier mit den Farbgebungen, die man einstellen kann, sehr cool. Wir können ja ganz normal aufs Feld fahren, wo wir abkippen könnten, dann seht ihr auch mal, wie die Abkippfunktion, wie die halt wirklich aussieht. Ansonsten schauen wir gleich wieder im Shop mal kurz vorbei, wie das Ganze sich im Shop verhält. Was ihr alles konfigurieren könnt und wie ihr es konfigurieren könnt, wird ist natürlich auch nicht ganz so interessant. Und so, mein Kollege, jetzt kippt mal ab hier. Ihr seht, es dauert, ne? Es öffnen sie unten erstmal alles. Kippt da hoch. Ah, die Sonne steht gerade ein bisschen mies. Und so sieht das Ganze halt aus, wenn der voll ausgefallen. Also wirkt schon krass, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. Gerade die Texturen, ne, das sieht richtig gut aus. Und gleich haben wir es geschafft. Zack, das. Ne, ihr seht, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Für langsam wieder runter. Ja. Schauen wir im Shop. Im Shop gehen wir unter DLCs und Mods. Und hier seht ihr, ne, mal kurz ein kleiner Spoiler. Das wäre ein richtig geiles Pack. Finden wir diesen Anhänger hier. So, er kostet standardmäßig 72.600 mit 55 Kubik Fassungsvermögen. So, jetzt gibt es, könnt ihr auf unreal stellen, dann habt ihr halt wieder 255 Kubik, kostet keinen Cent mehr, müsst ihr halt für euch entscheiden, was ihr halt möchtet. Reifen möchte, gibt es einige verschiedene und bei dem einen oder anderen gibt es halt dann noch Breitreifen, aber sonst nichts Besonderes. Jetzt könnt ihr sagen, Markenaufkleber, gibt es einmal Lizard, es gibt Demco, Fliegel und Krone, dann Lade King, Lode King und das war's. Wir machen mal jetzt, machen wir Krone. Farbe des Fahrgestells, ne, ist hier unten, machen wir mal rot. Der Farbkasten, das ist drumherum, seht ihr das? Ne, ist der Rahmen hier. So, Farbe der Seitenbox, ne, machen wir es mal so. Können Sie auch schön weiß machen, das wird natürlich Krone sehr gelegen kommen. Na, ein helleres Holz da so, ja, und jetzt, wenn ich jetzt die Farbenbox rot mache, seht ihr, das fällt noch mehr auf. Und so schön blau machen, ne? Ihr könnt natürlich auch, ne, schön blaues oder halt grau, so wie ich es habe. Also der farbmäßig seht ihr, ist erstmal jetzt euch keine Grenzen gesetzt, ne? Dann habt ihr Reflektionsstreifen, das sind die hier unten an den Kasten, an dem Radkasten. Ich kann auch orange machen, ne? So wie was besser zu einem Fahrzeug passt.
Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Farbkasten, machen wir jetzt mal auch orange. Fällt nicht so auf. Ja, ihr seht, was ich meine. Da könnt ihr es halt kombinieren, so wie ich mit dem Rot gemacht habe. Dann die Felgenfarbe können wir noch konfigurieren. Und ein Nummernschild. So, wenn das ganze einmal durchkommt, wird, kommt halt nichts dazu. Ist alles kostenlos. Und in diesem Sinne zahlt ihr trotzdem 72.600 und könnt das Ganze dann natürlich für euch nutzen. Ja, und mehr kann ich euch zu diesem Anhänger auch nicht sagen, außer wie gesagt, Version 1.0 ist gerade frisch rausgekommen, läuft auf meinem Einzelspiel schon fehlerfrei. Gibt es nichts zu meckern und deswegen meckere ich jetzt auch nicht mehr weiter, sondern bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne dann nach oben da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Schreibt gerne was in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Guckt unter die DLCs, schaut es euch an. Gerade Göwald kann ich nur empfehlen. Und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Hoffe, zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.